Grüezi, Servus und Hallo, danke fürs Einschalten und schön, dass ihr mit dabei seid. Die Autopflege FAQs sind eine Videoreihe, in der wir versuchen, die häufigsten Fragen von euch, von unserer Community, so kurz und knapp wie möglich zu beantworten. Und in diesem Video geht es um die Frage, was ist eigentlich die Zwei-Eimer-Waschmethode und wie funktioniert sie? Um die Frage zu beantworten, was die Zwei-Eimer-Waschmethode ist und wie sie funktioniert, müssen wir uns einmal mehr den Grundsatz der Autopflege in Erinnerung rufen. Und das ist, wir versuchen bei der Autopflege, so gut wie es nur irgendwie geht, Kratzer in unserem Lack zu vermeiden, zu reduzieren oder zu entfernen. Und das heißt eben auch, dass wir versuchen, beim Waschen so wenig wie mögliche Kratzer zu verursachen. Und genau aus diesem Gedanken heraus ist eben die Zwei-Eimer-Waschmethode entstanden. Was ihr für die Zwei-Eimer-Waschmethode braucht, sind einerseits, und das verrät ja schon der Name, zwei einzelne Wascheimer. Das können solche großen 18 bis 20 Liter fassenden Eimer, das können aber auch kleinere mit nur 10 Liter Fassungsvermögen sein. Das spielt nicht ganz so eine große Rolle. Ihr braucht mindestens einen, ich würde eher empfehlen, zwei Waschhandschuhe und ihr braucht ein Autoshampoo und damit seid ihr ausgestattet für die Zwei-Eimer-Waschmethode. Und dann erkläre ich euch jetzt, was die einzelnen Bestandteile sind, was der Sinn dahinter ist und wie ihr sie verwendet. Zuallererst braucht ihr, wie gesagt, zwei Eimer. Das können zwei identische sein, das können zwei verschiedenfarbene sein, das können zwei verschieden große sein, das spielt alles nicht so eine große Rolle. Der Grundsatz, warum man hier zwei Eimer verwendet, ist der folgende. Wenn man mit seinem gewählten Waschhandschuh übers Auto drüber wäscht, dann befindet sich ja dann der Schmutz, den man vom Auto runternimmt, in diesem Waschhandschuh drin. Und genau aus diesem Grund trennt man hier die zwei Wascheimer, sodass man einerseits einen Wascheimer hat, in dem wirklich nur Wasser mit Shampoo drin ist, aus dem man sich neues Shampoo-Wasser rausholt, übers Auto drüber wäscht und anstatt, dass man jetzt mit demselben Waschhandschuh wieder in dieses Shampoo-Wasser reingeht, wodurch ja dann der Schmutz hier drin herumschwimmt und man sich ihn immer wieder aus dem Eimer raus und aufs Auto draufpackt, hat man eben einen zweiten Eimer, in den man reingeht, indem man den Waschhandschuh auswäscht, vom Schmutz befreit und der Schmutz dann in diesem Wascheimer drin bleibt, damit der Eimer mit dem reinen Shampoo-Wasser eben so rein und so schmutzfrei wie möglich bleibt. Wenn man, wie ich, zwei identische Eimer verwendet, dann ist es hilfreich, wenn man sich die Eimer irgendwie markiert, damit man immer weiß, welches ist denn jetzt der Eimer mit dem Shampoo-Wasser und welches ist denn jetzt der sogenannte Schmutzeimer. Im Englischen spricht man auch vom Wash oder dann vom Rinse-Eimer. Und ich habe das hier so gelöst, dass ich hier einen stylischen Aufkleber von Wax Planet einmal in Silber habe. Und das Silber steht eben für das reine, für das Shampoo-Wasser. Und der gleiche, aber der dunkle, der schwarze Sticker steht eben für das Schmutzwasser. Und so kann man sich die Eimer auseinanderhalten oder das wäre noch ein bisschen sinnvoller und auffälliger, man holt sich zwei verschiedenfarbige Eimer, beispielsweise einen blauen und einen roten. Damit die Autowäsche mit diesen zwei Eimern so schonend wie nur irgendwie möglich funktioniert, sind das nicht einfach nur einfache Eimer, sondern da sind noch zusätzliche Einsätze mit drin. Und das sind sogenannte Schmutzfallen. Das hier, die sogenannte Gridguard, das war die allererste Schmutzfalle, die überhaupt auf den Markt gekommen ist. Die gibt man sich eben in einen von diesen Eimern oder in beide dann rein. Die sitzt da unten. Die erzeugt einfach einen Abstand vom Wascheimerboden nach oben zur Schmutzfalle. Die hat einerseits die Funktion, dass man sich eben den Waschhandschuh nehmen kann und ihn an dieser Schmutzfalle abstreifen kann, damit der Schmutz hier gelöst wird. Und aber auch, dass der Schmutz möglichst unten im Eimer gehalten wird und eben nicht ständig wieder hochwirbelt. Um es aber ganz klar zu sagen, wenn es um die Eigenschaft geht, dass so eine Schmutzfalle den Schmutz möglichst unten im Eimer hält, dann ist die klassische Gridguard relativ schlecht, aber man muss es auch ganz klar sagen, so eine Gridguard zu haben, ist definitiv besser als gar nichts im Eimer drin zu haben. Und es kamen nämlich über die Jahre dann verschiedene Varianten von dieser ursprünglichen Gridguard heraus, zum Beispiel hier von den Chemical Guys das Cyclone, das gibt es mittlerweile aber auch von Carbon Collective, das ist diese hier oder auch von Liquid Elements. Die heißen dann Dirt Lock, Dirt Trap, Dirt Net oder haben irgendwelche anderen Namen. Und die aus unserer Sicht hier auf dem Kanal aktuell beste Variante ist die Detail Guards Dirt Lock, die von ihrem Aufbau und von ihrer Struktur her ganz klar die beste Lösung ist, wenn es darum geht, den Schmutz unten im Wascheimer zu halten und den Waschhandschuh hier ordentlich abzustreifen. Das heißt, wenn ihr euch gerade ein neues Eimerset zulegt, dann würden wir euch ganz, ganz klar hier zu dieser Lösung raten. Wenn ihr euch ein Eimerset geholt habt, wo die Gridguard dabei war, dann könnt ihr euch auch sowas basteln wie das hier, was ich gemacht habe. Das ist nämlich die Gridguard hier. Da habe ich einfach die Füße, die hier unten dran sind, abgesägt.
habe die Gridguard dann hier auf sowas hier drauf gesetzt, mit Kabelbindern das Ganze festgemacht. Das kann man auch noch eleganter machen oder kleben. Und dann habe ich hier noch zusätzlich das sogenannte Washboard drauf gesetzt, was einfach das Abstreifen des Waschhandschuhs im Wascheimer ein bisschen angenehmer macht, weil man nicht eben ganz runter in den Wascheimer muss, was vor allem hier bei großen Eimern sehr mühsam ist, sondern weil man das jetzt hier eben in der Schräge machen kann. Aber hier muss man auch ganz klar dazu sagen, mittlerweile gibt es für die Dirtlock von Detail Guards auch wieder Aufsätze, wodurch hier die Hälfte des Eimers oder die ganzen Eimerwände ebenfalls zu so einer Abstreiflösung werden. Und das ist aktuell wahrscheinlich die eleganteste, aber dann auch die teuerste Variante. Das Wichtige für euch ist einfach, dass hier in diesen Eimern irgendeine Schmutzfallenlösung drin sein muss, damit eben die Handwäsche so schonend wie möglich im Rahmen der Zwei-Eimer-Waschmethode vonstatten gehen kann. Wenn es um die Frage geht, ob nur einer von diesen beiden Wascheimern, der Wash- oder der Rinse-Eimer, so eine Schmutzfalle benötigen oder beide, muss man auch wieder ganz klar sagen, wenn es um eine möglichst schonende Handwäsche geht mit möglichst viel Sicherheit, dann würde ich euch ganz klar sagen, ja, besorgt euch für beide Wascheimer eine Schmutzfalle. Ich persönlich habe es so gemacht, dass ich im Wascheimer, also im Eimer, in dem Shampoo-Wasser drin ist, hier die Lösung von den Detail Guards verwende, weil das, wie gesagt, die sicherste Variante ist, seht ihr auch hier an der Struktur, um den Schmutz unten zu behalten. Und im Rinse-Eimer, also im Eimer, bei dem es darum geht, dass ich den Waschhandschuh wirklich unten auswasche und den Schmutz löse, verwende ich hier diese Hybridlösung, weil die einfach am angenehmsten ist von der Handhabung her. Aber wie gesagt, es gibt mittlerweile auch Aufsätze und Wände hier für diese Lösung. Aber das hier ist nur meine Lösung und meine Empfehlung, wie ich das mache. Hier könnt ihr auch ein bisschen selber spielen, bis ihr für euch die optimale Lösung gefunden habt. Neben den Eimern braucht ihr aber auch Waschhandschuhe. Hier braucht ihr mindestens einen, wenn ihr hier absolut sauber arbeitet und den Waschhandschuh jedes Mal wirklich gründlich im Rinseimer auswascht und dann erst wieder in den Shampoo-Wassereimer reingeht, dann würde theoretisch ein Handschuh reichen. Ich persönlich würde euch aber mindestens zu zwei verschiedenen Waschhandschuhen raten. Einen verwendet ihr für die oberen Abschnitte am Fahrzeug, zum Beispiel Motorhaube, Dach, vielleicht noch die Fenster und vielleicht noch die Heckscheibe. Und einen zweiten Waschhandschuh verwendet ihr dann für die unteren Teile, weil die unteren Karosserieteile tendenziell die sind, die am meisten verschmutzt sind. Und deswegen verwende ich hier einen zweiten Waschhandschuh. Und ganz wichtig, ich verwende hier immer auch zwei verschiedene oder zumindest zwei verschiedenfarbige Handschuhe, damit ich immer auseinanderhalten kann, welchen Handschuh verwende ich denn für die oberen Teile, das ist sozusagen der saubere Handschuh, und welchen verwende ich für die unteren Teile, also den schmutzigen Waschhandschuh. Ich versuche das auch immer ein bisschen sinnvoll von den Farben her aufzuteilen, dass ich für die sauberen Karosserieteile einen blauen, einen weißen, einen grauen oder hier so einen grünen verwende und dann als Signalfarbe für mich, um zu erkennen, das ist jetzt der Schmutzhandschuh, nehme ich dann einen dunkelgrauen, einen schwarzen oder einen roten Waschhandschuh. Es gibt mittlerweile unzählig viele Waschhandschuhe auf dem Markt und ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht ist es mittlerweile schwieriger geworden, einen schlechten Waschhandschuh zu finden als einen guten. Zudem könnt ihr euch natürlich auch dafür entscheiden, ein sogenanntes Washpad oder einen Waschschwamm zu verwenden. Meine ganz klare Empfehlung ist hier aber auf jeden Fall, verwendet einen mit Mikrofasermaterial und tendenziell raten wir euch auf diesem Kanal auch zu so einem mit einer klassischen Mikrofaserstruktur und nicht zu einem mit so einer Nudelstruktur. Weil diese Nudeln einfach nicht ganz so gut in der Lage sind, man sieht hier schon die relativ offene Struktur da unten, den Schmutz in sich zu behalten, sondern sie geben ihn auch lieber wieder frei. Aber das ist definitiv auch Geschmackssache und eine Meinungsfrage. Und es ist definitiv auch eine bessere Idee, so einen Mikrofaser-Nudelhandschuh zu verwenden, als einen klassischen Schwamm. Wollhandschuhe sind wieder eine komplett eigene Geschichte. Die sind tendenziell noch ein bisschen sanfter als Mikrofaser, sind aber in der Pflege und der Reinigung der Handschuhe selbst wieder sehr, sehr viel umständlicher, weil ihr sie nicht in der Waschmaschine waschen könnt und dürft und weil die Lebensdauer auch ein bisschen geringer ist und deswegen raten wir euch eben zu so klassischen Mikrofaser-Schwämmen, Pads oder Handschuhen. Der Vorteil von ganz weißen, wie jetzt hier zum Beispiel der von Maxshine, ist, dass ihr ganz klar immer eine Kontrolle darüber habt, wie viel Schmutz sich jetzt gerade im Handschuh befindet und ob ihr ihn schon wechseln müsst, währenddem ihr das natürlich bei so dunklen, bei schwarzen Handschuhen ein bisschen schlechter erkennen könnt. Um euch einfach ein paar Namen zu nennen, können wir euch definitiv den Handschuh von Maxshine empfehlen, weil der auch sehr, sehr günstig ist. Gerade wenn ihr statt der Zwei-Eimer-Waschmethode eher auf die Ein-Eimer-Waschmethode vertrauen wollt. Dazu gibt es ein separates Video, das verlinke ich euch hier oben rechts. Aber auch sehr, sehr beliebt bei uns hier auf dem Kanal und in der Community
ist der Petzholz-Waschhandschuh, der wirklich hervorragend ist, von der Wasseraufnahmefähigkeit, von der Reinigungsleistung und von der Fähigkeit, den Schmutz in sich zu behalten. Aber auch der Waschhandschuh von Stjerna Gloss hier in diesem stylischen Grün oder Mint gefällt mir sehr gut. The Rag Company hat sehr, sehr gute Mikrofaser-Waschhandschuhe im Angebot, genauso wie Workstuff, genauso wie Adams, genauso wie Microfiber Madness, genauso wie Gion, genauso wie Licago, genauso wie Aurum oder genauso auch wie Shiny Garage. Die kommen hier in diesem gleichen Grün daher, wie es dieses Washpad von Shiny Garage tut. Ihr seht schon, es gibt mittlerweile eine große Auswahl, sodass ihr hier definitiv einen Waschhandschuh oder ein Waschpad finden werdet, das gut zu euch passt. Mein Tipp hier bei der Frage, soll ich mir eher ein Pad oder ein Handschuh holen, ist ganz klar, für die oberen Karosserieteile und diejenigen, auf denen ihr horizontal arbeitet, eignet sich so ein Washpad sehr, sehr gut, weil das tendenziell auch die großen Karosserieflächen, gerade am Dach, auf der Motorhaube sind. Da speichert so ein Waschpad nochmal ein bisschen mehr Wasser. Da könnt ihr es auch einfach mit ein wenig Druck über den Lack drüber führen, ohne dass es euch wegrutscht. Währenddem ihr auf den waagrechten Flächen, wo es passieren kann, dass euch so ein Waschpad aus der Hand fällt und runterfällt, eher mit so einem Waschhandschuh besser bedient seid, weil ihr hier halt wirklich reinschlüpfen und dann kein Risiko habt, dass euch das Ding hier aus der Hand fällt. Denn ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn euch so ein Ding mal auf den Boden gefallen ist, dann geht unter keinen Umständen wieder auf euren Lack zurück, denn Mikrofaser hat ja die Eigenschaft, dass sie Schmutz aufnimmt und in sich speichert und diesen Schmutz kriegt ihr auch nicht mehr so leicht raus. Deswegen solltet ihr dann nicht mehr zurück auf euren Lack gehen. Und dann braucht ihr zu guter Letzt neben den Wascheimern und den Waschhandschuhen natürlich auch noch ein Autoshampoo. Man kann es in diesem Zusammenhang nicht oft genug sagen, Spüli hat nichts auf dem Autolack verloren. Er wurde nicht für diesen Zweck entwickelt, er wurde nicht dazu entwickelt, dass diese Waschutensilien möglichst schonend über euren Lack gleiten. Er wurde nicht dafür entwickelt, die Art von Verschmutzungen zu entfernen, die wir auf dem Auto drauf haben, sondern er wurde dazu entwickelt, um organische, um Essensreste von euren Tellern runterzukriegen und er wurde dazu entwickelt, dass er eben im Zusammenhang mit viel warmem oder heißem Wasser funktioniert, während dem Autoshampoo eben in erster Linie einen hervorragenden Gleitfilm bilden muss, der sich zwischen eurem Waschhandschuh und eurem Autolack bildet, der die Eigenschaft mitbringen muss, dass er Schmutz nicht nur anlöst, sondern auch in sich einkapselt und dem Waschhandschuh dann eben hilft, diesen Schmutz schonend vom Auto runterzukriegen. Und Autoshampoo wurde dazu entwickelt, dass es sich mit kaltem Wasser wieder von eurem Auto rückstandsfrei runterwaschen lässt. Seid ihr also nicht unnötig geizig, besorgt euch ein gutes Autoshampoo, wie beispielsweise hier das Stjerna Gloss Matta, was ein sehr hochkonzentriertes Shampoo ist, wo nur ein ganz paar wenige Spritzer in eurem Wascheimer ausreichen, um einen hervorragenden Gleitfilm, einen sehr schönen, sehr dichten Schaum zu erzeugen. Und die meisten Autoshampoos riechen auch noch verdammt angenehm, wie das hier erfrischend nach Minze oder Menthol. Ihr wisst jetzt also, was die Zwei-Eimer-Waschmethode ist, was ihr dazu braucht und wie sie funktioniert. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, ihr braucht zwei Wascheimer mit entsprechenden Schmutzfallen, die sich in diesen Wascheimern befinden. Ihr braucht mindestens einen, ich empfehle euch aber eher zwei Waschhandschuhe und ihr braucht ein Autoshampoo. Das Autoshampoo gebt ihr euch in den Wascheimer, der bereits mit Wasser gefüllt ist. Dann geht ihr entweder mit eurem Waschhandschuh hier kurz rein und wirbelt da ein bisschen das Wasser herum oder ihr nehmt eure Schmutzfalle, die da drin ist, bewegt diese auf und ab oder ihr haltet kurz den Hochdruckreiniger hier rein, damit sich das Shampoo hier auch vernünftig im Wascheimer verteilt und sich oben so eine leichte Schaumkrone bildet. Dann geht ihr mit eurem Waschhandschuh hier in diesen Wasch- und Shampoo-Eimer rein, holt euch frisches Shampoo-Wasser, wascht über ein Karosserie- oder Bauteil drüber. Vergesst nicht, ihr habt hier zwei Seiten. Das heißt, ihr könnt eine Seite der Motorhaube mit einer Seite und die andere Seite der Motorhaube mit der anderen Seite waschen. Dann geht ihr in den sogenannten Rinse oder Schmutzeimer rein, wascht den Handschuh unten am Schmutzsieb aus, presst den Waschhandschuh dann außerhalb vom Rinse und außerhalb vom Wascheimer aus, damit das Schmutzwasser, das ja hier drin ist, möglichst nicht wieder hier reinkommt. Und wenn der Waschhandschuh hier vom Schmutz wieder größtenteils befreit ist, geht ihr wieder zurück in den Wasch- oder Shampoo-Eimer und wascht am Auto weiter. Und das ist ganz kurz zusammengefasst die Zwei-Eimer-Waschmethode. Wenn dieses Video für euch hilfreich war, dann signalisiert uns das doch mit einem Daumen nach oben und unterstützt den Kanal mit einem kostenlosen Abo und schaltet zum nächsten Video von mir oder von Sebastian wieder ein. Servus!